Laura war meine beste Freundin. Ich werde mein ganzes Leben mich um deine Tochter Lucie und ihren Vater David kümmern. Laura stirbt in jungen Jahren an einer tragischen Krankheit und hinterlässt eine kleine Tochter namens Lucie und ihren am Boden zerstörten Ehemann David. Lauras bestürzte beste Freundin Claire macht es sich daraufhin zur Aufgabe, dem Witwer in der Trauerphase beizustehen und ihn auch bei seinen Vaterpflichten tatkräftig zu unterstützen. Es wird mir gut tun, ein bisschen Zeit für mich zu haben. Überraschungen sind bei Filmemacher François Ozon vorprogrammiert. Immer gelingt es ihm mit leichter Hand aus einem bekannten Thema doch noch etwas Neues herauszuholen. Der sehr lose auf Ruth Wenders Kurzgeschichte The New Girlfriend basierende Film erzählt auf erfrischende Weise und mit Humor von einem Befreiungsschlag. Von David, der seine Heterosexualität, aber auch seine überspitzte Weiblichkeit ausleben will. Von Claire, die aus ihrer Spießigkeit ausbricht und ebenfalls eine Wandlung durchmacht, äußerlich und innerlich. Ich bitte dich, sag niemandem etwas, es muss unter uns bleiben. Das kann ich nicht versprechen. Du hast jemanden kennengelernt? Eine Psychologin, sehr sanft. Sie versteht mich, ohne mich zu verurteilen. Du bist krank, David. Ich will nichts mehr verdrängen, Claire. Es ist in mir. Das kann nicht lange so gehen, David. Das ist Wahnsinn. Ich weiß. Du bist pervers. Das muss aufhören.